Good morning, wie geht's? Hi, Michael. Toll, dass du mich eingeladen hast. Du bist frisch aus dem Urlaub. Genau. Du warst in Aruba. Mhm. Erzähl. Es war super. Aruba ist für mich ist wie eine Inspiration holen, Luft holen. Irgendwie meine Leute sind sehr freundlich. Wieder am Erden kommen, wieder am Boden stehen. Das ist für mich total wichtig. Das hat eine Volltanke, wenn ich wieder hier komme. Hier tanke ich auch, aber überall tankst du eigentlich auch das so. Aber dort ist dieser erdliche Tank, das Fundament von meinem Leben. Das ist, was ich in Aruba immer brauche. Wie lange warst du in Aruba? Einen Monat. So, du bist ja in Aruba geboren, mhm. Aber deine Eltern sind aus Suriname. Genau. Und Aruba ist Teil von niederländischen Antillen, mhm. Aber du lebst in Deutschland. Genau. Also bist du jetzt Niederländer oder Surinamese oder Deutscher? Wie würdest du das beantworten? Okay, meine Eltern aus Suriname, wie ich aufgewachsen bin, ist total Surinamese. Meine Eltern alle beide sind total stark Suriname. Und ich bin dann geboren in Aruba, da habe ich die Einfluss von Aruba als Aruba. Ich spreche auch die Sprache Aber danach in Deutschland? Genau. Und du sprichst auch Spanisch? Ja, weil mein Spanisch ist von der Straße, weil meine ganzen Freunde in Europa sind viel aus Venezuela. Okay. Und dadurch kann ich die Sprache lernen. Aber es ist nicht so, dass ich das studiere. Ja. Ja. Sprichst du eine Menge Sprachen? Deutsch, Englisch, Niederländisch? Spanisch, Papiamento und auch Takitakis. Okay. Das ist eine schöne Sprache. Die Sprache des Sklavenzeit haben sie das entwickelt. Selber. Mhm. Das ist Englisch wie Englisch. Ach so. Today we are talking together. Tidere Taki. Tamara Unotaki. Tomorrow we are not going to talk. Das ist so eine Kreolsprache. Genau. Eine Mischung. Okay. Das ist so auf dem Song. Also ich wollte darüber später sowieso reden. Auf dem neuen Album hat er einen Song, der heißt I Wish. Das ist mein Lieblingssong. Oh. Er ist sehr rhythmisch. Erinnert mich ein bisschen an Afrobeat-Musik, hat was von Fela Kuti, ich weiß nicht, ob das Einfluss ist. Mhm. Und da rappst du auch oder singst du ein Patois? Oder ist das diese Sprache, die du gesprochen hast? Nee, das ist eigentlich mehr Patois, mehr von Englisch, Jamaican, Braga Style. Kannst du das auch? So ja. Patois? Ja. Weil Aruba ist sehr, sehr multikulti. Mhm. Aber viele Leute aus Jamaika dort, viele aus Venezuela, viele aus Kolumbien, viele aus Haiti, von Santo Domingo und auch von Dominica. So, das ist sehr, sehr gemischt. Und natürlich kommt alles da und man trifft alle Leute und man kann auch sterben in verschiedenen Sprachen. Okay, das heißt, gibt es dann aber auch eine Identität, die Aruba ausmacht, wenn alles immer nur von außen kommt, oder ist auch etwas Spezielles für Aruba? Spezielles von Aruba kommt Papiamento. Okay. Papiamento, das ist die Sprache, meine Sprache von Aruba. Es ist eine Mischung Spanisch, Portugiesisch, so und eigentlich alle Antillen Aruba können schon über den Papiamento. Ah, okay. Das ist jetzt mittlerweile dein 10. Studioalbum? Ja, das ist noch sein mehr. Was für Album dazwischen? Wie fühlt es sich, so lange jetzt dabei zu sein und die Musik zu machen, immer noch neue Musik rauszubringen nach so langer Zeit und dann auch so viel dabei zu sein? Weißt du, was für mich mehr kommt, ist nicht, ob ich jetzt anfange. Weil ich bin die ganze Zeit, ich bin nicht der Jüngste, aber ich fühle mich wie der Jüngste, weil ich immer entwachsen bin. Das ist so, dass jetzt diese Album ist für mich wie ein neues Baby. Das hat nichts zu tun mit den anderen. Und es ist jedes Mal, jedes Jahr wachst das wieder. Weil jedes, was ich lerne in meinem Leben, kommt in meine Musik rein. Und das ist eine wachsende Sache. Hier in Europa, das wird es immer von wie alt du bist und so. Ich habe das so lange ausgeschaltet, weil ich gecheckt habe, dass je mehr ich tiefer in die Sache reingehe,
wie jünger ich werde und wie gieriger ich werde, um das irgendwie rauszubringen. Und das ist meine Lebensphilosophie, meine Lebensart. Und durch das bin ich, es gibt mir diese das, ich bin so lange dabei, aber ich bin wie einer, die jetzt anfangen, weil ich bin gierig auf was Neues. Wenn ich ein neues Beat höre, sage ich, hey, was ist das? Das ist so was. Wie behält man diesen Enthusiasmus und dieses Junge, dieses Frische? Weil One Morning macht einen total jungen Eindruck. Also ich denke manchmal, ich bin ja noch älter sogar. Also so frisch. Es ist, wie macht man das? Weil viele Leute verlieren ihr das innere Kind und dir gelingt es auch nicht. Die Musik macht viel damit zu tun. Zum Beispiel, meine Tochter ist mit einem Song gekommen, als ich gestern gespielt habe. Total verrückt. Der verrückte Rap. Er rappt so komisch. Und ich habe so gelacht. Und sie hat gesagt, ich habe es gleich gecheckt. Und so. Und ich bin, meine Ohren sind gleich auf, weil ich verstehe die Jugend heute und was sie machen wollen. Und das so, ich habe es auch gemacht. Und so viele Sachen mit Loops gearbeitet und alles sagen. Und es geht immer weiter und weiter. Und jetzt ist auch eine Zeit gekommen, dass irgendwie stehen geblieben ist, finde ich. Sie sind ein bisschen wieder auf diese Synthi-Sound. Und er, die Synthi-Sound bangert wieder, sind wieder stehen geblieben. Schade, das finde ich schade, weil es gibt zu viel zu entdecken. Die Japaner, gestern habe ich die Japaner gesehen, ein Ding, was gebaut und elektronisch Ding, wo man live spielen kann, ist ein Sound. Das ist natürlich verstimmt und so. Aber das macht die Musik wieder neu. Weil eigentlich diese Instrumente, die Instrumente machen, dass die Musik was Neues kriegt. Und man soll nicht immer zurückgehen in die Alten. Aber klar, man kann das die Alten zurückgehen, aber dann vermischt das mit irgendwas Neues, das irgendwie. Aber das ist jetzt oft viel von diesen alten Sachen, die jetzt zurückkommen. Das ist schade. Aber auf jeden Fall, nein, das ist so, dass irgendwann wir sind schon checken. Hat sich das dann auch in deiner Musik gezeigt, dass du dich in den letzten 20 Jahren, die du jetzt schon Musik machst, dass sich da viel großartig, also verändert hat dann auch musikalisch durch diesen Wandel, durch diese Zeit, die du auch hast? Okay, bei mir, ich lasse es nicht bei mir in meinen Stück so reinkommen, weil ich bin beschäftigt mit meinen Texten. Ich will die jungen Leute eine positive Botschaft geben und Hoffnung geben in diesem Leben. Das ist mir in meinem Alter, was ich fühle, im Grund. Dass ich fühle mich, dass ich bin verantwortlich, dass ich die jungen Leute, sage, hey, du hast da gemacht, hab ich schon lange gemacht. Aber so geht es. Du verschwende deine Zeit nicht mit das. Also, und das ist für mich meine Botschaft, was ich jetzt in meine Musik bringe. Und ich bringe das mehr mit dem Musik mit einfachen Sachen. Vielleicht nur ein Trommel. Gute Lyrics dazu und es berührt die Leute. Und ich merke, die jungen Leute sind offen dafür. Das ist total offen dafür und hungrig danach, weil das alles so geschmückt mit Oberflächlichkeit. Und das brauchst du gar nicht. Sie wollen das direkt, sie wollen wissen, wo es lang geht. Und das ist mit meiner Geschichte, das ist, was ich aussage. Das ist ja noch ein Stück weit Weisheit dann schon wieder da. Du bist jung geblieben, aber auch sehr weiß in Erfahrung geblieben. Ja, das ist für mich wichtig, weil man muss wachsen und weil ich habe viele Fehler gemacht auch, klar. Und ich möchte, dass meine Tochter auch, dass sie auch, mein Vater, dass alle beide Fehler nicht die gleichen Fehler machen, weil es ist nur Zeitverschwendung. Also, wenn man die gleichen Fehler macht. Meinst du nicht, man muss diese Fehler machen, um es für sich selber einzusehen? Oder? Manchmal schon, weil jeder hat andere Charakter. Die andere muss die Fehler machen, die andere muss es gar nicht. Die andere checkt, ich sehe zum Beispiel bei meiner Tochter, sie muss viele Fehler nicht machen. Weil sie echt, sie checkt, das ist clever. Sie ist auch so, kommt sie zu mir und sagt, sie, oh, du hast echt, so. Und dann sage ich, dass sie, ich bin froh, dass du es gecheckt hast. So geht es weiter. Mein anderes Kind, sagst du, oh Gott, er muss die Fehler machen. Er muss rappen dadurch. Und man oft so etwas passieren. Jeder hat einen eigenen Weg. Und manche brauchen länger. Aber das ist so, dass manche muss den gleichen Weg gehen. Aber manche, bei manchen braucht es länger, weil sie einfach. Also es kommt also drauf an. Seitdem
die meisten Leute, die ich kenne, durch den Hit No Monkey, das ist jetzt 5 Jahre her, hat sich da viel verändert. Also der Song auch, also als World-Musikkünstler und Reggae-Sänger, dann im Mainstream stattzufinden und sich im Radio zu hören, im Fernsehen zu sein. Wie hat sich das verändert? Wie war das für dich, diese plötzliche Mainstream-Erfolg? Okay, es war toll, aber echt komisch, weil die Radio ist wieder eine andere Welt. Die machen was sie wollen und es nicht einfach reinkommen, obwohl du oft Sachen verursachst, das da rein. Aber man weiß es nicht, was der Grund ist. Aber jedenfalls, ich versuche manchmal es zu formieren, dass ich in der Radio das akzeptiert. Und bis jetzt hat es mich gut. Okay, das ist einer Hit geworden wie No Monkey, aber ich bin ständig im Radio, bin ich ständig an Spielen in Schweiz, in Deutschland, in Österreich, mein Gefühl wird immer gespielt wieder, es gefällt denen und es läuft gut und ich bin dankbar. Das ist die Hauptsache, die Dankbarkeit, weil es ist eine Song von mir, mein Lieblingssong für die Album, I Thankful. Okay. Dieser Song ist für mich Wahnsinn, weil wenn du dankbar bist, dann bist du viel schneller näher an der Glücklichsein. Weil die undankbare Sache, dass sie die Jugendzeit zu haben, das ist die Sache, dass sie kämpfen dafür und zu dir. Dabei ist alles right there, alles ist gleich da und sie checken es nicht. Und das ist die Sache, dass, wie sagte diese Mama Nature Album, da ist viel Botschaft drin, für, dass die Leute echt das hören und die Botschaft reingehen lassen in sich. Und das ist was Positives und Hoffnungsvolles und mehr Kraft. Dann lass uns gleich mal über das Album reden. Also wir haben es auch hier. Es kommt am 22. Februar. Mhm. Ich habe es mir schon vorher anhören können. Es ist sehr gut geworden. Am Anfang finde ich, ist es ein ziemliches Sommeralbum. Aber es kommt jetzt in den Winterzeiten raus, es ist ziemlich kalt draußen. Warum kommt es jetzt raus und nicht im Juni, wenn alle Eis essen und Abstand? Es ist so, ich komme jetzt raus, weil was ich gedacht habe, dass die Album so im April, Mai, Juni langsam, weil es alles dauert so lange, dass es bis Sommer, dass jeder das richtig gecheckt hat. Okay. Dass es voll rein ist. Also mit Vorlauf, dass man da sich nochmal vorbereiten kann. Okay. Es gab eine Vorab-Single, One Drop Reggae, ist schon vor 1-2 Jahren rausgekommen. Vor ein Jahr, das sind ein Jahr rausgekommen. Warum hat das Album dann so lange gedauert? Weil ich wollte erstmal diese Single mal vorschießen und warten, weil ich war noch am Arbeiten und die anderen sagen, hey, die muss raus, das muss wieder rein. Und ich meinte, ich bin nicht so schnell zufrieden. Ich bin immer suchen und suche die Ecke weg, höre die Album ganz allgemein an und muss ein Feeling haben, dass ich sage, jetzt ist es gut. Und das dauert manchmal. Also bist du dann Perfektionist. Ja, das ist auch sehr gut geworden. Auf dem Song, auf einem der Songs sagst du Money Changes the World, auf dem Titelsong, ja, Mama Nature. Wie meinst du das genau, dass Geld die Welt verändert? Was ich meine damit, ist die Leute, dass ohne Skrupel alles machen, um Geld zu verdienen, ist egal, was Mama Nature leidet. Dem ist egal. Solange ich brauche Vollwert, materielle Gunsten kriegen, das meine ich damit. Es ändert viel, aber das Ding, aber mein Ledger wird es nicht immer nehmen. So ist es, das meine ich damit. Und das ist so traurig, weil es könnte so viel gemacht werden, ohne dass Mama Nature so leiden muss. Aber trotzdem, nur wegen Geld wird nur gemacht, was Geld bringt. Also es ist dann Kritik daran, dass man so sehr die Natur ausnutzt und ausbeutet, genau. Und ohne Rücksicht. Auf den nächsten Song, You, singst du über eine gewisse Person. Von wem singst du denn da bei You? You ist für mich ein Song, dass ich für jeden. Einer kann es singen für seine Schwester, einer für seinen Bruder, für seinen Freund, für seinen Mann, für seine Frau, für jeden, dass irgendwie, hey, du hast was Tolles gemacht für mich. Mein Leben, du warst da, wenn ich total fertig war und total hast du mich auch gerettet, geholfen und du, diese Song ist für dich. Und diese Song ist You, you are the one who gives me the power to go on and on and on and on. Und das will ich auch sagen mit diesem Song You. Es ist ein Song, wenn ich es live spiele, auch sage ich auch alle Leute, du, wenn du einen Freund hast, jeder,
es kommt gut rüber, weil jeder fühlt sich gleich angesprochen und sagt so, you. Ja, sehr eingängig, das ja. Ist auch ein Lieblingssong. Gibt es da auch eine spezielle Geschichte oder ist das einfach eine allgemeine Hymne, um jemanden seine Zuneigung zu zeigen? Okay, das ist allgemein, aber das ist meine Frau, dass sie die Kraft, die innere Kraft, das ist sie, das was sie hat viel damit zu tun, dass es geboren ist im Song. Wie gesagt, und es geht durch die ganze weil sie ist für mich wie ein Freund, meine Frau wie eine Freundin und wie eine Freundin, alles. Und das ist mein Leben. Also hast du denn alles erlebt in einem, die Kumpel, die Freundin, die Frau, alles? Es ist, ja, you are the one who was there with me. Du warst da durch dick und dünn, durch harte Zeiten. Du bist zu mir gestanden. Und übrigens, da kommt jetzt im Sommer, kommt eine Single raus. Die nächste Single ist you. Ah, okay. Und da kommt eine tolle Zeichentrick-Video. Ja, Zeichentrick-Video. Und total witzig. Total witzig und total gefühlvoll. Gibt es da schon einen gewissen Zeitraum, wann die Leute das erwarten können? Ja, April, Mai wird das schon. Okay, im April oder Mai kommt dann die neue Single You. Auf einem Song, Hope for Tomorrow, singst du No More Dying, No More Crying. Ist es dann nur rhetorisch oder bist du wirklich davon überzeugt, dass es irgendwann mal die Leute nicht mehr leiden und nicht mehr sterben oder unnötig sterben müssen? Wie genau sind die Zeilen da gemeint? Hope for Tomorrow für mich. Ich glaube an lieber Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube an seine Worte und was er gesagt hat, dass wenn er zurückkommt, wird er uns holen zu seiner Heimat und ich glaube daran. Manche denken, ich bin verliebt, aber das ist egal, das ist auch meine Kraft, das ist meine innere Kraft, weil ich weiß, wir sind hier vor einer Zeit und ich weiß, das ist nicht das Ende, wenn das Ende hier ist, von dem Körper und so, ja, es ist aber es kommt, es geht dann weiter. Und das, diese Hoffnung, wenn man das hat, und glaubt daran, dann hast du eine Hoffnung tomorrow. Und das meine ich damit in dieser Song. Dass man dann auch wahrscheinlich auch einen Grund hat oder ein Ziel hat, warum man sich dann auch als guten Menschen aufführen soll, genau. Weil man diese Hoffnung dann hat, dass es am Ende es kommt wieder. Okay. Dann gibt es einen Track, der hat ein bisschen was von Ricky Martin. Boca Linda, ein schöner Hund. Ja, wie ist die Entstehungsgeschichte? Wie kamst du auf diesen Song? Und erzähl, von welchem schönen Hund singst du denn? Okay, das ist einfach ein Hund. Boca Linda. Es klingt so schön. Boca Linda. Das soll jetzt auch sagen, ey, das ist ein guter Hook. Und hab ich einen Song gemacht, davon mit dem Quattro. Und es kommt live sehr gut. Also da war es einfach, weil das so schön klingt. Ja, ja. Das ist ein wirklich guter Song. Dann haben wir I Wish, darüber haben wir ja schon gesprochen. Wir haben noch den Song Please Come Back, der mir auch vorgestochen ist. Ist das eine echte Erfahrung, die du da besingst? Ist es dir mal vorgefallen, dass ein Freund oder eine Person, die in einer Beziehung mit dir gewesen ist, wo du da Fehler gemacht hast? Wie ist da die Geschichte? Genau wie der Song mit Tess ist. Es ist ein uralter Song, habe ich jetzt neu aufgenommen. Please Come Back. Es ist irgendwie ein Mann oder Frau, die irgendeine Beziehung nicht gecheckt hat. Und jetzt ist es am Ende und du checkst jetzt, hey, was ich verloren habe. Please Come Back. Gibt es da eine Geschichte zu? Ja, ich meine, das ist jetzt in meinem Leben nicht. Aber damals? Ja, das könnte sein. Alles ist natürlich ehrlich und autobiografisch. Ja. Es ist ein neues Album, aber ich glaube, da gibt es da auch einige Songs, die auch von vorherigen Stücken sind. Fate and Jar zum Beispiel. Ja. Auf ja. Album. Stimmt. Gibt es alte Songs? Fate and Jar ist einer zum Beispiel, das auch schon mal aufgenommen wurde. Aber jetzt wollte ich es in einer minimalen Art so aufnehmen, dass die Lyrik die Text total durchdringt. Aktuell ist ja der ProSieben Tolerance Day. Du bist jetzt wie lange in Deutschland? Ich habe aufgehört zu tellen. Also eine ganz schön lange Zeit. Ja. Das heißt, du kannst ja beurteilen, hast du das Gefühl, dass sich hier was verändert hat in Deutschland, was
Leute trifft, die nicht deutsche Vorfahren haben und aus anderen Ländern sind. Ob sind die hier, hat sich da was verändert deiner Meinung nach? Ist das hier, mehr integriert worden oder nicht? Wie hast du das wahrgenommen als Musiker, der natürlich auch aus einem anderen Land gekommen ist und hier sich etabliert? Okay, was ich finde, dass die jungen Leute hier heute, die sehen ein bisschen offener, die sehen nicht so klein wie vorher, weil viele von denen gehen nach Jamaika und die reisen und die checken Sachen und denen gefällt die Ausland auch. Sie sehen ein bisschen offener geworden, finde ich, aber der Kampf ist noch da. Aber auf jeden Fall ist es besser geworden. Was sollte sich noch ändern? Wo ist der Kampf? Weil eigentlich der gleiche Kampf, dass wir sehen alle eins und so und wir müssen es lernen. Aber das eine ist eine Sache, dass der Mensch hat. Der Mensch ist so, in Europa ist Ausländer. Andere Ausländer kommen dort und finden sie, hey, was machen die Ausländer? Der Mensch ist so kleinlich gedacht und hat so Angst, die Angst macht es, dass irgendwie irgendwas verloren geht. Hey, die kommt daher und so schnell hat er das geschafft und ich bin da dran gekämpft. Das ist die Hauptangst an eigentlich. Ist Angst, aber man muss keine Angst haben, weil wie mehr man offen ist, wie mehr kann man lernen und wie mehr kann man auch Farbe in ihr Land. Die Farbe in ein Land, das macht es schön. Also wenn ich Amsterdam gehe und ich sehe, Wahnsinn, so viele verschiedene Leute, viele Shops, so viele Sachen, dann denke ich, hey, super, ich bin im Paradies. Und das finde ich gerade toll, aber Deutschland ist noch nicht gewöhnt damit. Aber so mehr und mehr, und es kommt mehr und mehr auch. Ja, aber das kriege ich auch oft mit. Also in den Niederlanden oder in Frankreich oder in England ist man der Mannschritt voraus. In Deutschland dauert das noch ein bisschen. Was glaubst du, woran das liegt? Meint es so, dass wir haben auch viel zu verlieren. Mhm. Der Mensch ist so, wie mehr man hat, die reiche Mann hat mehr Angst als die arme Mann. Die arme Mann hat nicht so viel Angst. Aber die reiche Mann hat Angst. Und Deutschland ist nicht arm, so ist aber ich habe Angst irgendwie, hey, wir kommen da jetzt rein. So, da ist ein Problem. Aber auf jeden Fall, man kann das nicht zurückhalten. Mhm. Es ist einfach so, weil jeder will leben, die anderen will auch leben. So, man muss nehmen und geben und so wird es eine auf hier auf Erde, wo man so ein Paradies ist. Auf deinem Album hat man auch deine Tochter gesehen. Ihr habt auch ein gemeinsames Projekt, das heißt Ami. Ja. Genau, wird es da vielleicht ein Album oder ein CD geben? Ja, aber wir arbeiten jetzt erstmal auf ihr Solo-Album. Ah, okay. Und wir sind ziemlich weit. Wir wollten erst die Amiro machen, aber durch dass ich so gut live ankommst, haben wir gesagt, du mach lieber dein Solo-Album erst. Irgendwann können wir uns immer machen zusammen. Aber jetzt pushen wir unterpassen auf die Solo-Album. Das sind wir, glaube ich, schon 9 Lieder. Mhm. Habe ich schon aufgenommen und gearbeitet. Was kommt denn dieses Jahr auch noch? Vielleicht nächstes Jahr. Mhm. Ist es dann auch musikalisch ähnlich? Nein, total. Ist ihr Herz und Seele ist total Amira. Ist total ihr Sachen. Weil ich denke so, ich bin nur das Fundament und die Dinge so. Aber es ist schön, um zu sehen, wie sie ihre eigene Welt entdeckt. Und das ist total toll. Und man wird das hören an die Album. Also ich habe nichts damit zu tun. Weil nur musikalisch vielleicht, dass ich produziere und so. Aber auch dort ist es sehr streng. Und wenn ich sage, irgendwas zu viel mache, nee, Papa, das mag ich. Das ist okay. Also sie hat das schon nur Freiheit, ja. Ja, ja, so machen, was du möchtest, aber das ist ja nicht so mit dem... Nee. Das sind Texte, oder? Nein, das mache ich gar nicht. Okay. Weil ich denke, so, das wird die Kraft wegnehmen, das will ich nicht. So, ich bin total unterstützt, wie ich kann, wie ich darf. Und die Album wird total an mir das sein. Gibt es noch Pläne für die Zukunft? So viel. Aber ich spiele so viel. Amira spielt Bass bei mir, ich spiele Bass in ihr Band. Es kommen so viele Anfragen, kommen Sachen und die Musik wächst und wächst. Und ich sehe, wie meine Tochter so gut wird. So, ich glaube, ich kann die Future, wenn ich total habe, ich hoffe, dass Gott mir Gesundheit und Chance gibt. Okay, gibt es noch irgendwelche Termine oder große Projekte, die demnächst anstehen, was die Leute wissen müssen? Ja, und die große, am 6. April
spielen wir in der Einsteinstraße, wenn man Nummer 42, oder? Einsteinstraße 42 ist da bei Unterfahrt. Mhm. Da ist eine andere Großkonzert. Genau. Also im April in der Einsteinstraße 42? Genau. Das ist das erste Konzert von Amira, mhm, mit Band, und wo sie die eigenen Songs macht. Und das ist irgendwas Neues. Und wieder kommt, weil das ist was Besonderes. Also sie stellt noch neues Material vor von Ihnen, von dem exklusiv ganz neu sind. Genau. Und was dich betrifft, dein Erfolg, Norma Nature? Ja, ich will spielen, ich will spielen unterwegs. Unterwegs. Auf deiner Webseite? Send my Termine sind drin. Wie der lautet? Ja, Schweiz. Wallywarning.com. Das heißt, wenn ihr Wally Warning erwischen wollt, einfach auf seine Website gehen. Ich glaube, da kann man auch alle deine Alben anhören. Ja. Kann man alle seine alten Alben anhören. Seine demnächst anstehenden Konzerte sind natürlich auch da. Und ja, es hat mich wirklich gefreut, dass du irgendetwas, was du noch loswerden musst, was alle Leute noch wissen müssen. Lass uns die einfache Sache, Freundschaft, ältere Leute näher kommen, helfen, die Familie, das in den Griff nehmen, in die Dankbarkeit, das schauen, weil oft, was man suchen, ist gleich neben mir, aber schwimmen, schwimmen, schwimmen und dass man glücklich ist, also das ohne das erreichen, glücklich sein kann. Ich denke, das lasse ich so als Schlusswort stehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Interview. Merkur, ich danke dir auch. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und viel Erfolg mit deinem Album Mama Nature, was wirklich gut geworden ist. Blessed is the humble man, full of patience, waiting for salvation day. Ja, alles sehr gut. Und dann ist es eine ganz andere. Du hast eine ganz schöne Gemächlichkeit. Das ist relaxed. Ja, ja. Ja, für mich ist es so, dass als ich 70 bin oder so, denke will ich sitzen da so und Musik machen. Ja, ja, und die meisten sagen, ich bin 40, will ich doch nicht mehr rappen oder ja, so. Ja, 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 genau. Das, ja, ist langfristig. Für dich ist es dein Leben. Ja, ist mein Leben. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir hatten. Please come back. Oh, ja, genau. Wir hatten ja noch über dieses.